Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Rome 2 Total War. Oder Total War Rome 2 eigentlich. Mit dem mächtigen Pompeius. Und wir beenden sofort die Runde. Ich weiß, das sind immer so Cliffhanger, aber die... Naja, ich finde das besser dann in die neue, komplett neu in der neuen Runde, im neuen Part in einer komplett neuen Runde zu starten. Finde ich irgendwie eleganter, etwas schöner. So. Ich nehme Wetten entgegen. Schreibt es in die Kommentare. Schaffen wir es heute, Rom einzunehmen? Wir haben ja gerade ein paar Schwierigkeiten mit Brundisium. Und so wie es aussieht, hat Octavian auch eingesehen. Fick dich, Lepidus. Hat auch Octavian eingesehen, dass es sich für ihn nicht lohnt, in Brundisium einen Ausfall zu wagen. Denn wir werden tatsächlich im Vorteil, wenn wir die Mauer nicht erklimmen müssten. Leider müssen wir das. Worüber Unruhe stiften. Ja. Nicht so wichtig. Tut mir Dendra. Ja. Minus 2 Korruption Welt, fraktionsweit. Das hätte ich sehr gerne, bitte. Verschleiß, ja, Verschleiß erlitten bei Brundisium. Das ist nicht so schlimm. Schiffsbaubericht. Verborgener Agent entdeckt. Wo denn eigentlich? Okay. Okay. Syria, inspirierte Bevölkerung in Ägypten. Enthaltsam, Sextus Pompeius Magnus, Faustus Lucius Caetilina, respektvoll und Fugius Pompeius Gurges, unflätig. Haushalt erweitert sich, gezinkte Würfel, Lar Familiaris Statuen. Der Familiengeist schützt jene, die ihn respektieren. Ah, okay. Italia, ermutigte Bevölkerung, Baubericht. Gut. Gut, gut, gut. Dann pfeifen auf Dura und gehen nach Hatra. Hatra gehört jetzt auch uns. Eingenommen. Zack. Die 501. Legion. Weiterhin eine sehr starke. Ah. Weiterhin eine sehr, sehr starke Legion, die und nichts zurückschreckt. Und nach Möglichkeit jeden Feind der Römischen Republik vernichtet. So, wir holen uns Samosata. Genau. Können wir noch irgendwie mit handeln. Mit der Dakotrakischen Konföderation könnten wir handeln und die mögen uns, weil wir Krieg gegen Octavian haben und im Krieg mit Gallien sind. Das Problem an der Sache ist, wir werden euch den Krieg erklären, also vergesst es. Armenien. Willkommen. Setzt euch. Hier ist mein Handel, okay, dann nicht. Dann nicht. Nabatea. Seid willkommen, Freund. Lasst uns das. Ja, yeah, perfekt. Ihr tragt mir ehrliche Bedingungen. Pontus mag uns nicht wegen des unerlaubten Betretens. Und weil wir gegen Antonius kämpfen. Ja. Equidri. Berulanten. Die mögen uns nicht wirklich. Komm, mein Freund, sprecht. Wir sind Männer. Aber sie wollen handeln. Und dienen so unserem Volk mit Ehre. Aber so kannst du mir auch Geld geben. Okay. Ich fordere ein. Unsere Kaufleute sind in der ganzen Welt bekannt für den Reichtum, den sie bringen. Warum sollte das in eurem Land anders sein? Ihr sprecht eine fremde Sprache. Und doch feilscht ihr so gut. Die Fresse. Reicht jetzt auch mal mit diesen scheiß Schmeicheleien. Ja, ekelhaft irgendwann. Zack. 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 So.
Wird ja ausgebaut. Nächste Runde gehört dann Musata uns. Und in, ja, zwei Runden. Nee, eine Runde. Oh, nur eine Runde nach Edessa. Alles klar. Geil. Oh, warte. Ist eine römische Armee. Ich glaube, an östliche Rebellen, ja. Und Gazaka. Ich wusste nicht, dass sie so weit auch noch rein expandiert sind. Okay. Okay, okay. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Mit denen bin ich ja nicht im Krieg. Doch, bin ich. Ach so, das sind ja die Thraker. Ha. Eure Befehle. Witzige Kreuzchen. Komm. Geh an Land, geh zu Wasser, schipper ein bisschen weiter und dann macht meine Flotte dich platt. Komm schon. Gut, okay. Wir haben ein bisschen Verschleiß erlitten. Echt jetzt? Die sind rausgegangen? Also, ja klar, wir sind noch nicht, ne, und so, aber... What the fuck? Hatte ich nicht, also ich hatte nicht erwartet, dass sie weggehen. Das, ach ja, haben wir noch eine Flotte. Ah, ja. So. Okay, das habt ihr, glaube ich, nicht gehört, aber... Ein Hund einfach angefangen zu rumzubellen. Einfach so. So. Es ist eine große und glorreiche Sache für Rom zu sterben. Bei... Hier, so 2-4 reicht erst einmal. Komm, ein. Obwohl, nee. Gar nicht. Habe ich die jetzt drin? Nein, gut. Habe ich rausgenommen. So. Die sind ja stehen geblieben, haben sich gesagt: So, hä, wir blockieren euch jetzt, wir blockieren dich jetzt. Und ich habe mir nur so. Angriff? Vernichtung? Also wir haben die jetzt ordentlich zugesetzt. Versklaven euch alle. Ich könnte dich jetzt nochmal richtig platt machen. Machen wir. Und weg. Und die restlichen Gefangenen werden auch versklavt. So, Busch. Gut, die waren echt fast... tot. Fast komplett tot. Die Armee ist aber platt. Die Armee bewegt sich nach wie vor nicht. Vielleicht ist sie auch festgebackt. Keine Ahnung, was die KI sich da denkt. Vielleicht denkt... Okay. Ich unterstelle der KI jetzt einfach mal, dass sie denkt. Also wenn der seine Truppen irgendwo anders hinschickt, dann sind wir hier... dann gewinnen wir das, weil die machen schon einen etwas größeren Unterschied. Zusammen mit natürlich der Bastion. Ja, ich beeile mich gerade ein bisschen hier. Ich versuche das wirklich nämlich jetzt durchzukriegen. Die Flotte der Republik sollte, glaube ich, nicht weg, weil sie sonst nicht mehr unterstützen können. Die Armeen haben sich großteil bewegt, außer der einen, aber das ist ja auch okay. Gut, beenden wir die Runde und schauen, was in der folgenden passiert. Ja, was ist hier denn los? Okay. Was wollen die da denn, ey? Sie wurde schon wieder entdeckt. Okay. Macht nichts. Ja, der will ja stören. Bla, leck mich. Wie kann ich euch dienlich sein? Der Feind vor den Toren. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wo? Wo ist hier. Weil hier Flotten sind oder was? Was ist denn falsch mit euch? Boah, ich verstehe das echt nicht. Und dann verliere ich einfach 15 Senatoren. Einfach so, weil das Spiel dämlich ist. Oh, leckt mich doch am Arsch. Mann, 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 Mann. So.
Warum hat der noch nichts? Ja. Dann hier. Das ist doch ein General. Nein, das ist ein Admiral. Nein! Da kommen wir mit der Rekrutierung. Nein. Geschossinfanterie. Das ist Angriffsbonus für alle Einheiten. Hätte am ehesten noch was. Nee, dann komm, kriegst du Moral. Muss mindestens 20 Jahre alt sein, okay. Muss mindestens 20 Jahre alt sein. Weiß ich. Dann da fehlt mir das Geld. Tulus. Aber der gehört zu unserer Familie. Warte. Wieso konnte ich den jetzt nicht mehr? Nee, warte. Nicht. Der Charakter benötigt Rang 2 oder höher. Ach so, ah, okay. So. Befördere meine Leute halt, ne? Warum denn auch nicht? So, das nächste war 6600, alter Schwede. Also, warum mache ich das? Ich will mehr Einfluss haben. Mehr Einfluss, bessere Boni, will sie komplett dominieren. Die anderen sollen überhaupt kein Mitspracherecht für irgendwas haben. So, und ich glaube, jetzt weiß ich nicht, was die eigentlich vorhaben. Deswegen schicke ich die Armee tatsächlich noch einmal zurück. Und rekrutiere fröhlich, ja, fröhlich vor mich hin, wollte ich sagen. Das ist ja auch eher so semi-möglich, weil ich da mein ganzes Geld verbraten habe. So, das meine ich. Weil die Armee da weg ist, warum auch immer die abgehauen sind. Ich meine, die hätten da noch ein bisschen... Naja, aber gut. Marzea. Mesa. Tradition, Waffenschaden, zack. Und Bewegungsreichweite, zack. Gudi. Dann gehst du nächste Runde nach Beneventum. Nächste Runde, ja, muss ich gucken, so wie sich die Leute hier vielleicht generieren, vielleicht dauert es auch 2 Runden. Okay. Die plündern mich, die Penner. Verpisst euch doch, ihr Blödsäcke. Ich glaube... Ah, ich habe hier ja immer auch noch eine Flotte, die ich... Na gut, komm. So. Ich. Schneller. Und schippert mal ein bisschen schneller. Die Runde. Auf nach Edessa. Edessa wird eingenommen. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen. Ja. Genau. Das denke ich nämlich auch. Zack. Das ist so schön, ich brauche nichts umzubauen, weil das alles einfach die richtige Kultur ist, die richtigen Gebäude auch für mich. Ach, hier war ja eine Armee, keine Ahnung, was mit der jetzt passiert ist. Oh ja. Zu euren Dienst. Und tot. Quintus Pompeius Cotta. Yeah. Aha. Rekrutierungskosten. Ja, Rekrutierungskosten sind halt nicht so das unbedingt auch jetzt gerade. Ich gehe da und da auch hier bei ihm nochmal auf Bewegung, auf die Bewegungsreichweite. Ach, Samosata wird bald unser sein. Masaka. Ja, nö. Ach, warte, dann kann ich ja jetzt nochmal rekrutieren. Ach, nee, kann ich nicht, weil ich für den feindlichen Gewässern bin. Mist. Dann kann ich die Armee wenigstens noch ein bisschen weiter verstärken. So, und normale Legionäre auch noch. Dann haben wir fast eine Full-Stack-Armee.
Jetzt fehlt's. Könnte ich noch zwei? Ne, ich könnte auch nur einen Levis. Wo ich einen Levis mache, dann lasse ich's lieber. So. Und hier, die Armee erholt sich, ne? Ja. Ja, die brauchen noch ein bisschen Erholung. Dann werde ich mit denen aber auch bald Nova Carthago einnehmen. Gut, beenden wir die Runde. Petronia Atella. Oh, habe ich irgendwie verpasst. Baubericht, Charaktereigenschaft. Sich über Unterwelt, grobwürdig und anstößig. Ja. Minata, Verschleiß. Ja. Ha. Eigenschaft erhalten. Militärtribun. Yay. Questor. Edil. Questor. Achso, das ist, weil wir sie. Ein Hauch Weinrot. Ah, ja. Hm. Okay. Und diese im Haushalt erweitert sich. Ah, Mann. So, Provinz unter Kontrolle gebracht. Siedlung erobert. Okay, aber warte, welcher Agent hat jetzt noch eine. Jetzt ein Level gekriegt? Warte, das kann ich ja so. Da, die hier. Mein Können steht euch zur Verfügung. Ja, jein. Ich will den mehr Nahrung klauen. Damit klaue ich denen mehr Nahrung, ne? Ja. Ich hab noch irgendetwas. Oder auch nicht. Okay, ist eigentlich relativ egal, was wir machen. Das. Okay. Hier üblichen Flotten. Üblichen Verdächtigen. Die erholen sich. Okay, jetzt Runde beenden. Zack. Ich glaube, Octavian will irgendwie nach Nordafrika. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber es wirkt zumindest so. Nein. Nein, das wird nicht passieren. Wir müssen gegen euch bestehen. Wir werden euch platt machen müssen. Bei der Flamme. Von mir aus. Können wir machen. Habe ich eine Absicherung weiter hinten. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Ja. Ich brauche den Krieg gegen die Iberier nicht. Ja, yeah. Jagen. Der Patrizier kriegt ein Level up. Machen wir den mit dir jetzt? Bei Aufstellung plus 5% schnell. Boah, bei Aufstellung minus 1 öffentliche Ordnung. Das kann ich verkraften. Okay, und Nachrichten. Motivierte Bevölkerung. Bevölkerungsüberschuss. Versuchte Störung. Ermutigte Bevölkerung. Haushalt erweitert sich. Meisterschmiede. Cool. Bau abgeschlossen, in Antiochia ist die Bibliothek fertig. Gladius erhalten, Frieden verhandelt, Quartiermeister, Provinz unter Kontrolle. Achso, deswegen. Gut. Also ich glaube, Octavian will ich hier rüber und nach Kyrene Marcomades Leptis Magna, so. Und um den Dreh herum. So. Ich weiß nicht, es reicht nicht aus, ne? Ne. Okay, macht nichts. Aber die können mir hier jetzt auch erstmal nichts tun. Die Armee marschiert nach Beneventum. Wir machen die Armee hier platt, die Garnison. Inklusive des separaten Generals. Alle tot. So. Ich würde sagen, Provinz gesichert. Haushalt erweitert sich. Provinz unter Kontrolle, Welt der Wunder. Ihr habt ein Wunder entdeckt. Die Menschen werden von nah und fern kommen, um sich die Herrlichkeit anzusehen. Der Vesuv. Der Vesuv ist hier, der Vulkan.
Siedlung erobert, Ressource erhalten, Olivenöl. Boom. Lacker, lacker. Und wir machen 8500 pro Runde. Wir könnten jetzt noch 3 Armeen irgendwie ausheben. Weil wir so gut sind. Okay. Also, was befürchte ich? Ich befürchte jetzt gerade zur Zeit, also davon abgesehen, dass das alles der Schwachsinn ist, was ich sehe, gut, was ich befürchte, ist, dass ich noch diese zweite Armee brauchen werde, und zwar dringend brauchen werde. Ich habe hier keine super tollen Truppen. Ich nehme das zurück, ich nehme die römische Balliste dazu und dann ist gut. So. Und Asculum ist jetzt nicht mehr drin, aber wir werden dann Rom einnehmen müssen. Rom einnehmen müssen? Ja, Rom einnehmen müssen. Aber das wird nicht mehr in diesem Part geschehen, denn in diesem Part, für diesen Part beende ich. Die Zeit für diesen Part ist zu Ende. So, das wollte ich sagen. Wir sind bei unseren 21 Minuten mittlerweile angekommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen und wir konnten zusammen bewirken. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir nehmen hier die unbezwingbaren Legionäre noch weiter verbessert. Verbessern das. Haben jetzt auch noch Achsa Mosata eingenommen. Könnten theoretisch Krieg gegen Armenien führen, will ich aber gar nicht. Das ist es mir halt überhaupt nicht wert. Wir wollen das römische. Oh shit, das habe ich übersehen. Ja, dann kann es sein, dass wir Hatra verlieren. Das wird wahrscheinlich sogar so passieren. Macht nichts. Wir sind ja hier direkt da. Hatra, da bauen wir auch nichts. Alles gut. Genau. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die Kampagne neigt sich dem Ende zu. Bis dahin, euer Hasanah verabschiedet sich. Oh Gott. Ich werde das nie wegschneiden, das ist halt das Ding. Oh Mann, mein Verabschieden ist immer schrecklich. Sorry. Bis zum nächsten Video. Ciao.